Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Ballerbike Projekt. Heute geht's weiter. Wir beschäftigen uns mit dem Track / 9.8 Rahmen. Heute wird es spannend, weil wir werden überlegen, welche Komponenten kommen ran, warum werden wir diese Komponenten verbauen, beziehungsweise welche Komponenten kommen überhaupt in Frage. Und da habe ich auf Instagram schon ein paar Umfragen gestartet und ich habe auch auf YouTube unten einen Link reingestellt, wo ihr mit abstimmen konntet, wo ich ein paar Teile einfach mal reingenommen habe, um zu sehen, was so eure Meinung ist. Und es war, also wir müssen da auf jeden Fall drüber reden. Wir müssen definitiv drüber reden, weil es ist äußerst interessant, was ihr so abgestimmt habt. Und ich muss sagen, ich hätte, vieles habe ich erwartet, aber es sind ein paar Sachen dabei, da müssen wir drüber reden. Definitiv. Genau. So, also als allererstes, was ist unser Ziel? Ja, ich glaube, wenn wir den Rahmen sehen, ist schon so ein bisschen klar, wohin die Tendenz geht. Es soll ein Ballerbike werden. Ja? Geeignet für Bikepark und Enduro. Also wir müssen den Berg komfortabel hochkommen, aber wir müssen auch richtig Gaudi beim Runterfahren haben. Das ist so das ganz grobe Ziel. Dann brauchen wir natürlich ein absolut geschmeidiges Fahrwerk, weil wir wollen ja, dass es einfach Enduro, wenn wir nur so leichte Trails fahren mit Wurzeln, kleinen Steinen, kleinen Step-Ups, dann wollen wir ja maximale Performance und wollen das Fahrwerk nicht zu straff, aber wir brauchen auch richtig Reserve. Wir brauchen richtig Reserve. Wenn es doch mal im Bikepark hart auf hart kommt, brauchen wir entsprechend Endprogression. Punkt. Das ist natürlich gar nicht so einfach, weil ihr merkt schon, softes Fahrwerk würde für einen Coil sprechen, Endprogression würde für einen Airdämpfer sprechen. Aktuell verbaut haben wir den Originaldämpfer, den Track, sage ich mal, bei dem 9.8er mit ausliefert. Der bleibt auch vorerst drin, weil ich den definitiv mal testen will. Was ich jetzt schon mal gelesen habe, ist so durchwachsen. Die einen feiern es total, die anderen sagen wenig Endprogression, super geschmeidig, ja, aber zu wenig Reserven. Das werden wir uns einfach mal anschauen. Und je nachdem, wie sich der Dämpfer so macht, müssen wir da vielleicht dann doch noch einen anderen einbauen. Aber da der halt jetzt schon drin war und ich den auf jeden Fall auch mal ausprobieren wollte, weil die ja natürlich hier mit ihrer Reactive und TrueShaft Technologie ganz toll bewerben, wollen wir schauen, wie toll das wirklich ist. Also da sind meine Erwartungen natürlich schon hoch, weil es ist ja jetzt auch nicht unbedingt günstig, wenn man das Bike als Komplettbike kauft. So. Dann ist, denke ich, auch klar, wir brauchen robuste Teile, weil wir wollen ja damit richtig Gaudi haben. Wir gehen damit in den Bikepark. Bikepark heißt immer Materialvernichtung. Und Materialvernichtung heißt, wir brauchen stabile Komponenten, weil wir wollen natürlich nicht nach einmal meinetwegen Ochsenkopf mit kaputten Komponenten dastehen. Und das wird richtig tricky, weil die Komponenten sollen einerseits richtig gut funktionieren. Sie sollen maximale Performance bringen. Sie sollen richtig was aushalten. Und dann sollten sie jetzt auch nicht unbedingt absolute Gewichtskracher sein, weil das Ganze sollte gewichtstechnisch auch noch so ein bisschen im Rahmen bleiben. Wobei ich sagen muss, der Schwerpunkt liegt hier definitiv nicht auf Leichtbau. Also das wird kein Leichtbaurad, das ist, denke ich, auch klar. Sonst werden wir mit den anderen Bereichen, die wir erfüllen wollen, ein Problem kriegen. Okay, und jetzt kommen wir zu einem noch wichtigen Punkt. Die Teile, die wir verbauen, dürfen halt auch nicht zu exotisch sein oder zu was ganz abgespaced ist oder Teile, die wir sehr schwer nachbekommen, weil, wenn es ein Ballerbike ist, was wir wirklich für alles nehmen, Enduro, Bikepark und, dann muss uns klar sein, es wird auch mal irgendwas kaputt gehen. Und dann ist die Frage, ist es ein Ersatzteil, was wir schnell und günstig und gut bekommen? Oder ist es zum Beispiel eine Kassette, die so ungefähr zweimal im Jahr verfügbar ist bei irgendeinem Online-Hersteller und danach nimmer? Dann hätten wir nämlich ein Problem. Deshalb müssen wir auch gucken, dass es Komponenten sind, die gut sind. Aber auch wenn mal was kaputt geht, wir keine ewig langen Wartezeiten haben. Und da wird es richtig spannend. Das ist, Also Leute, ihr merkt schon, das Niveau dieses Projekts ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So. Und jetzt, nachdem wir alle wissen, was dieses Bike erfüllen soll, ist, glaube ich, jedem klar geworden, wir schaffen es eh nicht. Nein, Scherz. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Ich bin sehr gespannt. Ich gebe mein Bestes. Und was da dann rauskommt, werden wir sehen. Also, jetzt kommen wir mal zu den Umfragen, die ich so ein bisschen gestartet habe. Dafür muss ich jetzt auch mal mein Handy zücken, weil ihr habt auf Instagram auch abgestimmt. Da
Da brauche ich natürlich jetzt immer dann den Vergleich zu. Also, bei meiner Online-Umfrage kam, also ich habe gefragt, welche Bremse soll es werden, beziehungsweise was halt geeignet ist. Ob es jetzt dann wirklich wird, Leute, das werde ich dann nochmal in Ruhe entscheiden. Heute unterhalten wir uns aber einfach mal darüber, was auf jeden Fall Sinn machen würde. Okay, so, wo ist die Story vom Track? Hier. Dann schauen wir mal. Also, wo geht's los mit der Bremse? Bremse. Genau, also ich habe reingenommen die Magura MT7, die XTR 4 Kolben, die XT 4 Kolben, die aktuelle Formula Cura 4, die MT8 von Magura und die Magura MT Trail Sport Carbon. Und da muss ich sagen, interessant, weil es gab ja damals die MT8. Die MT8 war eine sehr geile Bremse. Super edel, super leicht, extrem viel Bremspower. So. Und dann gab es halt noch die MT7, aber die MT7 war halt deutlich schwerer. Hatte zwar auch ein bisschen mehr Bremspower, aber das war jetzt auch nicht die Welt. Und deshalb sind halt ganz viele an ihren Enduros oder auch an diesen ganzen Cross-Country-Rädern, die ganzen Race-Bikes, sage ich mal, wurde echt viel MT8 gefahren. Und dann hat man halt noch versucht, so eine Mischung aus MT8 und MT7 zu bauen. Und das ist diese MT Trail Sport Carbon. Carbonhebel, ja, wegen Gewicht. Und bremssatteltechnisch eigentlich MT7. Also Bremsleistungsniveau ist eigentlich MT7, nur teurer, edler, leichter. Und da haben tatsächlich nur 2% für abgestimmt, was ich äußerst interessant finde. Weil ja diese Bremse eigentlich genau zu dem passen würde, was wir wollen. Nur in einem Punkt nicht. Erstens, sie ist sehr teuer, wobei jetzt der Preis erstmal keine so große Rolle spielt. Also das klingt jetzt krass, aber ihr wisst, hoffe ich, was ich meine. Aber jetzt kommt es wieder. Dieser Carbonhebel und Magura und wenn man hinfällt, diese Plastikhebel sind natürlich schon sehr empfindlich, muss man auch sagen. Wobei ich da auch immer sagen muss, egal, also wenn ihr richtig stürzt, dann ist jeder Bremshebel kaputt, wenn ihr drauf fallt. Ja. Dann habe ich bei der Umfrage haben 2% eben diese Trail Sport Carbon, 2% die MT8. Fand ich echt wenig. Hatte ich jetzt echt mehr erwartet. Aber okay, fand ich interessant. Für die Formula-Bremse haben tatsächlich 8% gestimmt. Das ist gar nicht mal so wenig, weil ich glaube, die haben viele gar nicht am Schirm. Ist eine super geile Bremse, jetzt auch mit Mineralöl. Ja, und jetzt kommt's. Also bei Instagram MT7 60%, XTR 40%. Wir können mal nachschauen, wie viele Leute. Also MT7 haben 343 Leute gestimmt und 231 für die XTR 4 Kolben. Und bei dem Online-Ding waren 12% für die XTR 4 Kolben, was sehr wenig ist. Und 16% für die XT 4 Kolben und 60% für die MT7. Also es ist faszinierend, wie gut die MT7 hier wegkommt. Ich muss sagen, ich habe die MT7 ja auch beim Awesome Bike Stuff vorgestellt. Sie gehört definitiv weiterhin zu sehr, sehr, sehr guten Bremsen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass die Shimano XTR 4 Kolbenbremse in meinen Augen besser ist. Es ist auch viel Geschmackssache, aber der Bremshebel ist meiner Meinung nach wertiger. Sie lässt sich definitiv schleiffreier einstellen. Da gebe ich auf jeden, also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es vielen von euch schon so ergeht, dass bei der MT7, gerade wenn Belege und Scheibe neu ist, das schon sehr schwierig ist, die schleiffrei einzustellen, wobei es aber auch nicht schlimm ist, wenn die ein bisschen schleift. Das geht bei der Shimano besser. Der einzige Punkt, wo man sagen muss, wo die XTR 4 Kolben, sage ich mal, so ein bisschen die MT7 mal vorziehen würde, wäre der Preis. Die XTR 4 Kolben ist schon sehr teuer, also unter 400 Euro geht da gar nichts. Und sie ist auch sehr schwer zu bekommen. Aber ich fand es interessant, dass trotzdem die Mehrheit für die MT7 gestimmt hat. Weil ich würde schon sagen, dass von der Performance her und von der Leistung her, wenn wir den Preis rauslassen, die XTR 4 Kolben ein kleines bisschen besser ist. Allein auch schon wegen den gekühlten Bremsbelägen. Ich glaube, das ist auch schon nicht schlecht. Ja. Aber Fakt ist, die Mehrheit von euch stimmt für die MT7. Ob ich sie jetzt dann wirklich ranbaue, werden wir sehen. Aber ich denke, es wird eins von den beiden werden. Also entweder die XTR 4 Kolben oder die MT7. Das werde ich mir noch überlegen.
Man muss tatsächlich dazu sagen, dass der Preis für die XTR schon sehr hoch ist und ja, die ist halt auch sehr schwierig zu bekommen. Also wahrscheinlich wird es auf die MD7 hinauslaufen und ich glaube, mit der MD7 machen wir auch definitiv nichts falsch und kommen unserem Zweck des Bikes sehr nah. Okay, machen wir weiter, sonst wird das Video ewig gehen. Bremsscheiben, schauen wir erstmal bei Instagram rein, was da so abgegangen ist. Ich hatte die Galfa drin, in der Dicke 2 mm, 203 mm Durchmesser und die MDRP-Scheiben von Magura. Und bei dem Online-Ding hatte ich noch ein paar mehr drin, da hatte ich noch von Shimano die RT900 drin, die HC Storm und die RT86 von Shimano. Und da tatsächlich hat die Galfa-Scheibe mit 39% am besten abgeschnitten, die MDRP-Scheibe 27%, die restlichen dann alle unter 20%. Ich denke auch, dass ich eine von den beiden verbauen werde und ich glaube, ich werde tatsächlich eher zu den Galfa tendieren, weil die MDRP-Scheiben trotzdem hier und da ein bisschen Probleme machen und auch mal so ein Rubbeln verursachen. Und bisher muss ich sagen, also am E-Bike fahre ich jetzt auch die MT7 mit den Galfa-Scheiben und das ist wirklich geil. Und ich glaube, sollten wir die MT7 verbauen, werde ich definitiv auch die Galfa-Scheiben ranbauen. Also ich glaube, die Galfa-Scheiben sind safe. Ja, vorausgesetzt, wir können sie dann ranbauen. Ich habe zwar einige vorgeordert, die jetzt auch bald kommen, aber diese Galfa-Scheiben sind sehr beliebt und ich habe jetzt schon wieder einige auf Rückstand, wo die Kunden drauf warten. Hoffentlich habe ich dann für mich selber auch noch eine. Okay, kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, zur Federgabel. Und das ist jetzt auch sehr interessant, aber ich glaube, ich kann es verstehen, warum das so ausgegangen ist. Vielleicht hätte ich die Umfrage ein bisschen anders stellen sollen. Ich habe 4 Gabeln reingenommen, die RockShox Lyric, die RockShox Sepp, die Fox 38 und die Öhlings RXF 36. Öhlings bringt jetzt auch eine neue RXF 38 raus, sollte ich jetzt eigentlich auch bald mal bekommen zum Testen, aber dauert irgendwie noch ein bisschen. Auf jeden Fall ist da rausgekommen, also gewonnen hat die RockShox Sepp mit 38%, Fox 38 28%, die Öhlins 21% und die Lyric hat am schlechtesten abgeschnitten mit 13%. Und das kann ich tatsächlich nicht verstehen. Ich weiß nicht warum, ob vielleicht einfach die meisten die Sepp genommen haben, weil ihr dachtet, die Sepp ist besser wie die Lyric. Da muss man aber jetzt wirklich vorsichtig sein. Und da möchte ich jetzt ganz kurz mal auf die Sepp und die Lyric eingehen, weil das ist wirklich ein sehr wichtiger Thema jetzt mit der Federgabel. Vor allem quasi, ob wir 38 mm Standrohre nehmen oder 36er. Die meisten von euch haben bestimmt schon gehört, so größer und massiver das alles ist, umso steifer ist die Federgabel. Und das ist ja auch das, womit immer geworben gibt. Ja? Die RockShox Sepp nochmal 11% steifer als die Lyric. Die Fox 38 nochmal, ich weiß den Wert nicht, so und so viel Prozent steifer als das Vorgängermodell. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich besser? Beziehungsweise brauchen wir das und was bringt es uns? Jetzt ist es so, jede Federgabel hat ja eine gewisse Steifheit oder schwingt auch ein bisschen nach und lässt sich, sage ich mal, verbiegen. Wenn ihr jetzt am Trail unterwegs seid und zum Beispiel in eine Kurve fahrt und jetzt extrem das Beispiel, die Federgabel würde sich komplett irgendwie verbiegen, dann würde das ja irgendwie so ein bisschen eiern und nachschwingen. Das wäre schlecht, das würde sich ganz komisch anfühlen beim Fahren. Aber es ist eben auch so, dass eine Federgabel, die nicht komplett hart ist, also eine Federgabel, sage ich mal, die gar nichts machen würde, die komplett fest wäre, die würde ja kleine, minimale Schläge überhaupt nicht ausgleichen, weil die alles direkt an euch weitergibt, an eure Hände, an euren Körper. Und das ist jetzt ein ganz spannender Punkt. So steifer die Federgabel ist, umso mehr Kraft braucht ihr, umso mehr müsst ihr als Fahrer machen. Eine RockShox Sepp oder eine Fox 38, die sind wirklich sehr steif. Aber das bedeutet auch, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel in Kurvenfahrt extrem viel Kraft mitbringen müsst, damit ihr diese Federgabel auch halten könnt, weil sonst schießt die Gabel euch irgendwo hin. Und das ist jetzt ein sehr entscheidender Punkt. Weil von der Technik, von der Kartusche her meinetwegen und von der Performance, die Luftkammer, das ist alles gleich. Da gibt es kaum Unterschiede. Das ist wirklich nur ein Steifigkeitsunterschied bei der Sepp, bei der Lyric, beziehungsweise bei einer Fox 38 und 36.
Und da müssen wir jetzt gucken, was wollen wir? Wollen wir wirklich ein Bike, wo wir absolut trainiert sein müssen und ein richtiger Rennfahrer sein müssen, absolut Oberkörperkraft haben? Weil dann macht es natürlich schon Spaß mit der RockShox Zapp. Wenn wir die in die Kurve schießen, die richtig halten, dann haben wir natürlich schon auch massiv was drauf. Aber uns geht dadurch halt auch, gerade wenn wir vielleicht nicht gerade die Rennfahrer sind, werden wir hier und da Probleme haben, weil einfach wir die Hände werden müde. Ja, ihr werdet es merken, das Bike verlangt von euch mehr. Wenn ihr eine RockShox Zapp fahrt, dann seid ihr nach so und so viel Kilometer Trail, braucht ihr mehr Kraft, als wenn ihr zum Beispiel eine Lyric fahrt. Gibt es auch einen ganz schönen Testbericht, kann ich euch mal unten verlinken. Da wurde es alles genauestens auch nochmal beschrieben und da haben die Fahrer eben auch gesagt, dass bei der Zapp man einfach mehr Kraft braucht. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob es wirklich eine Zapp wird, weil von der Robustigkeit, also dass da jetzt irgendeine Federgabel bricht oder kaputt geht, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Also die Lyric, die hält und die Zapp hält auf jeden Fall. Aber ich habe noch keine Lyric zerstört und ich kenne in meinem Umkreis auch niemanden, der schon eine Lyric zerstört hat. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel richtig mal einen Sprung verhau und mit 60 Stundenkilometer mit der Gabel an irgendeine Kante knall, dass dann irgendwas kaputt geht, ist logisch. Aber beim normalen Fahren oder wenn ich auch mal einen gröberen Fahrfehler mache, wird mir die Lyric nicht kaputt gehen und wird mir die Zapp auch nicht kaputt gehen. Also das wird auf jeden Fall kein Problem. Das sind auf jeden Fall Gabeln. Alle vier Gabeln, die wir hier drin hatten, werden definitiv halten und würden unserem Projekt, würde dem entsprechen, was wir vorhaben. Die Frage ist, mit was, womit kommen wir am besten durch? Und das weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau. Das muss ich mir echt nochmal überlegen. Gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Zapp oder Lyric. Aber ich muss sagen, ich glaube, wir werden trotzdem auf RockShox bauen, weil ich mittlerweile einfach schon viele Fox-Gabeln selber auch gefahren bin und ich auch mal Lust auf was Neues habe. Und so eine neue Lyric bin ich tatsächlich auch noch nicht gefahren. Ich würde aber eh schauen, dass wir vielleicht eine gebraucht kaufen. Was natürlich auch ziemlich geil wäre, wäre so ein bisschen Upgrade der Kartusche. Da gibt es von Push das HC97 Kit. Absolut geiles Ding. Sowas wäre natürlich mega geil. Weil damit würden wir die Performance der Kartusche, sage ich mal, nochmal deutlich verbessern. Also da werde ich mir auf jeden Fall was überlegen. Aber ich denke, es wird in die Richtung RockShox gehen, Lyric oder Zapp. Weil das auf jeden Fall auch zu dem, was wir mit dem Bike machen wollen, zu unserem Ballerbike passen würde. So, meine Freunde. Und jetzt, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, würde ich sagen, das lassen wir erstmal so auf euch einwirken. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Zu meinen Überlegungen. Im nächsten Video werden wir dann auf jeden Fall schon die ersten Teile da haben, vermute ich mal. Ein paar Sachen werde ich schon bestellen und gucken, dass ich die aufgetrieben kriege. Und dann werden wir uns natürlich noch Gedanken machen über den Antrieb, Pedalen, was fehlt denn dann noch? Bereifung, Laufräder, solche Sachen. Da wird es auf jeden Fall dann auch nochmal ein Video zu geben, was wir da nehmen könnten. Vielleicht erstelle ich auch wieder eine kleine Umfrage. Da auf jeden Fall bei Instagram immer mal reinschauen, da werdet ihr es dann sehen. Okay, dann würde ich sagen, freue ich mich auf euer Feedback. Aufs Projekt freue ich mich so und so schon. Und ja, bis zum nächsten Video. Servus.